Programm an Erwärmung hingelegt hat oder ob ihre Ellenbogenverletzung, die vermeintliche Ellenbogenverletzung dort doch sie zu sehr behindern wird. David Riegert hat das früher in Perfektion beherrscht, sich tatsächlich mental vorzubereiten, hat angefangen zu schwitzen und konnte dann Lasten nehmen. Quatsch. Ja. Na, und ich erzähle gleich was, wir gucken uns den erstmal an. Also wäre die sichere Silbermedaille auf jeden Fall. Und ist es damit auch? Ja, haben Sie nicht auch mal erzählt, dass die Hossi in Reza Sadeh immer eher warm geknetet haben, als dass der sich warm gehoben hat? Ja, weil in die Erwärmung schon etwas zu anstrengend war. Ja, bei David Riegert war das tatsächlich so. Der hat sich hingesetzt, hat sich mental vorbereitet, ist mental die ersten Lasten durchgegangen und konnte dann tatsächlich sofort, wie aus der Kalten, wenn man so möchte, an Lasten rangehen, von denen man im Moment gedacht hat, die sind da gar nicht vorbereitet, aber durch sein wirklich großes Talent, sich mental das alles vorzustellen, war der wie erwärmt. Und da ist sie. Also, Slivenko. Wir hoffen jetzt wirklich, dass die Sache mit dem Ellenbogen dort keine negative Auswirkung hat. Ich jetzt glaube, dass sie auch weniger als 140 nehmen wird. Oder auch nicht. Dein Glaube in Ehren. Naja, aber interessiert das eine Oksana Slivenko, was du glaubst? Ja, ich meine, die braucht jetzt 131 und hätte dann wahrscheinlich schon den Sack zu hier. Nö, no, und wahrscheinlich 140, wie sie es wollte. Aber wie gesagt, wir wissen ja nicht genau, ob es tatsächlich eine Verletzung ist oder ob das nur ein bisschen weh tut und man dann versucht, da ein bisschen den Schmerz zu lindern. Heißt aber auch, dass mit weh war ja automatisch erstmal auf 140 gesteigert haben muss, ne? So nach dem Motto, geht die erstmal raus. Ja, wollen wir erstmal sehen, was ihr macht. Die machen Gewichtheben hier. Und zwar recht ordentlich. Also, lege ich mich mal fest, wir haben gerade die Europameisterin gesehen. Zumindest im olympischen Zweikampf. Mal sehen, ob Tatjana Matwejewa hier ihre Landsfrau noch im Stoßen ärgern kann. Im Zweikampf ist eigentlich durch. 260 Kilogramm, das sind schon 20 Kilogramm Vorsprung. Das heißt also, Tatjana Matwejewa müsste, Körpergewichtsverlust, müsste jetzt 151 Kilogramm schon stoßen, um noch an Oksana Slivenko vorbeigehen zu können. Und das würde aber auch bedeuten, dass Oksana Slivenko nicht einen einzigen Versuch jetzt mehr schafft. Das ist schon eine Hausnummer, muss man ganz ehrlich sagen. Wo stehen denn die Rekorde? Ich habe nur die Europa-Rekorde, ja. Ja, 157. Ja, musst du steigern. Da unten 141. Schnell, schnell. So, das heißt, die wollen erstmal 141. Taktische борьба. Mhm. Ja, die wollen jetzt erstmal versuchen, zumindest in Stoßen in Führung zu gehen. Ja. Genau, deswegen also das eine Kilogramm mehr. Holla. Und jetzt das Pokerface machen. Jawohl. Oh, 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 oh. Also, da hat aber auch eine gekämpft gerade. Mann, Mann, Mann. Also da kenne ich sehr, sehr viele Männer, die die hier auf dem Weg unterwegs weggeschmissen hätten. Absolut. Wenn man sich das Ergebnis anschaut von den Europameisterschaften im letzten Jahr, da hat sie 130 Kilogramm gestoßen, jetzt schon 141, also im eigenen Land natürlich extrem gut vorbereitet. Und jetzt hier, kommt sie mal. Kommt sie ihren Schlackern. Und so, wenn sie so weiter dasteht, dann zählt das nicht als Last beherrscht. Deswegen musste sie damals in Ruhe ins System bringen und das gelingt ihr tatsächlich. Also Wahnsinn. Ja, hier diese kleinen Schritte, da geht es ganz schnell mal, dass die Hand auf einmal zu weit vorn steht. Hat sie gut gehalten. So, jetzt 145. Oder zu welcher Last hat sich das russische Team hier entschieden? Ja, 145. Cool. Also 145 Kilogramm für Oksana Slivenko.
2,65 wären das also im Zweikampf. Sieht mehr nach dem Kampf um die einzelnen Stoßen aus zwischen den beiden russischen Damen. Gold und Silber stehen fest. Jeweils in allen drei Disziplinen. Na gut, beim Verteilen der Beinkraft stellen sich die Russen sowieso immer zweimal an. Aber die stößt sie auch aus. So, und jetzt also... Da merkt man total, dass der Ellenbogen ihr da Probleme bereitet. Natürlich, ganz schlimm. Also haben wir uns ein bisschen umsonst Sorgen gemacht. Aber wir freuen uns natürlich umso mehr für die Athletin, denn das ist das Entscheidende. Auch sie hat sich vorbereitet für diese Europameisterschaft im eigenen Land und wollte hier natürlich oder möchte glänzen, was ihr auch eindrucksvoll gelingt. Und da wäre es natürlich extrem schade gewesen, wenn sie dann durch eine Verletzung hier aufgehalten worden wäre. Deswegen sind wir extrem froh, dass wir da in die falsche Richtung gemutmaßt haben. Gut gesagt, ne? Sehr schön. Ich hätte es nur unwesentlich besser sagen können. Ich muss kurz auf Toilette. So, das heißt jetzt natürlich schon 146 Kilogramm. Sie gibt den Kampf um Zweikampfgold auf. Sie möchte hier die Chance wahren, um eventuell Europameisterin im Stoßen zu werden. Die Russin Tatjana Matwejewa. Sie nicht richtig auf den Punkt gehabt. Also schon ein Umsetzen. Ich wollte ja sagen, ja, eigentlich Russinnen und Russen setzen erstmal grundsätzlich alles um, was da oben rum liegt. Selbst wenn mal versehentlich 10 Kilo zu viel gesteckt wurden. Und dann wackeln sie maximal im Ausstoß. Aber hier, ja, ganz kleiner technischer Fehler, ne, hat es nicht geschafft, die Ellenbogen oben zu halten. Dadurch musste sie raushauen. War natürlich auch schwer, also 146 Kilo. Also im persönlichen Grenzbereich. Ja, Achtung, hier umgruppieren, zack, und dann fliegen sie vorne raus. Kann also den Rücken nicht gerade halten. So, naja, Slivenko. Kann sein, sie hört auf. Nee, den nimmt sie noch, also genau wie im Reißen. Wir auch gedacht haben, naja, ist das jetzt noch nötig bei dem Vorsprung, aber sie lässt es sich hier nicht nehmen. Ist natürlich auch verständlich vor heimischem Publikum, dass man hier nicht einfach einen Versuch weglässt. Sie will hier glänzen mit drei gültigen Versuchen, auch noch im Stoßen, wie auch im Reißen schon. Der Europameistertitel ist ihr sicher, da kann nichts mehr anbrennen. Aber 270 klingt natürlich besser als 265. Zack. So, also, sie hat ihn ja nicht mehr gebraucht. Sie wollte einfach nur hier sechs Gürtel zeigen. Das war der einzige Vorsatz. Wir waren nicht in der Rekordnähe bei ihr. Oh, das allgemein sagen in dieser Gewichtsklasse relativ wenig ungültige Versuche. Im Stoßen zum Beispiel haben alle ihre ersten und alle ihre zweiten Versuche gültig gemacht. Dafür aber auch fast alle ihre Dritten ungültig. Außer zwei, außer Sina Sasamewetz und Esther Kruzla. Aber insgesamt, wie gesagt, sehr schöner Wettkampf. Viele gültige, viele technisch sehr gute Versuche zu sehen gewesen. Und mit einem russischen Doppelerfolg, was das Team und was die Zuschauer hier extrem freuen wird. Ich wurde ja schon öfters mal nach einem Medaillenspiegel gefragt. Gefunden haben wir ihn noch nicht online, weder auf der offiziellen Seite des Veranstalters noch des Verbandes. Wir forschen weiterhin. Hier sehen wir auf jeden Fall nochmal die Ergebnisse, also die beiden ungültigen, den dritten Versuchen, Slivenko Matwejewa, Esther Kruzla, sechs gültige insgesamt, Gina Sasavets, 2 Kilogramm also dahinter,
und so weiter und so fort. Also das war das reine Ergebnis im Stoßen mit Gold und Silber für die beiden Russinnen. Und wir warten auf das Zweikampf-Ergebnis. Auch da haben wir Ihnen die Ergebnisse schon verkündet. Was heißt gleich wieder Gruppi auf Russisch? Gruppi. Also, die Autogrammsammler hier. Wobei, eine Autogrammsammlerin wird auch gleich noch kommen und wird eine Unterschrift von ihr verlangen unter das Dopingprotokoll. Also auch das gehört mit dazu. Die ist extrem hartnäckig übrigens. Mhm, und das ist auch gut so. Ja. Und wir wünschen, sie wären im Training genauso hartnäckig. So, Oksana Slivenko 265, Tatjana Medvedeva 251. Esther Krutzler also hier noch keine Chance mehr für die Nachfolgenden, sie zu attackieren. Esther Krutzler 231 und die Bronzemedaille. Aber Doppelsieg für die Russinnen in der wertvollen Zweikampfwertung. Gucken wir uns nochmal an hier den zweiten Versuch und zeigen Ihnen nochmal, wie es weitergeht. Nämlich um 18 Uhr die 85er Klasse. Mark Huster, unser Experte, wird entscheiden anhand der Ergebnisse, ob er ein Comeback feiert oder nicht. Oh yeah. Zumindest ein Comeback auf dem Fußballplatz nächsten Mittwoch. Also morgen dann auch nochmal 15 Uhr und 18.30 Uhr. Und abends nochmal 23 Uhr, die Sendung für das aufgewachte Kind. Und am Sonntag noch das Superschwergewicht. Und jetzt sagen wir erstmal Tschüss. Wir sind verrückt.